Guten Tag, ich bin das Ding und herzlich willkommen zur 45. Folge von Stardew Valley. Sam hat Geburtstag, wir kriegen endlich Golderz für die Sprinkler. Und der Sam läuft um 11 Uhr zum Joja-Markt und ist dann allerdings nur bis, Moment, 16 Uhr. Also recht kleine Zeitspanne, aber wir müssen sowieso in die Nähe hin. Er mag Tigeraugen sehr gerne und er mag, wie heißt es? Joja-Cola. Ja. Tigerauge wäre besser. Naja, gucken wir mal, ne? Wetterbericht. Morgen wieder Sonne. Und Geister etwas genervt. Gemüsepfanne hatten wir schon gelernt. So, dann mal hier hin. Und zwei Kohle. Dann Gießkanne holen. Los geht's. Die Sonnenblume ist fertig. Cool. Ich kann herstellen, einen Sprinkler müsste ich doch eigentlich herstellen können. Ach, verfeinertes Quarz. Moment. Moment, Leute. Da. Wir haben unseren ersten Qualitätssprinkler. Unseren zweiten einen hatten wir ja schon. Den setze ich mal. Hier unten hin. Und dann pflanze ich da die Sonnenblume. Und hier auch. Und hier. Hopfen ernten. Sonst haben wir nur noch eine Peperoni zu ernten heute. Paul streicheln. Und los geht's. Ach, du stehst im Weg, Paul. Na, ich Idiot, hier muss ich ja gar nicht gießen. Ich vergesse es jedes Mal. Ich muss mich an die Sprinkler erst gewöhnen. Jetzt hier unten. Ich bin mal echt gespannt auf die Melonen. Muss man echt Glück haben, dass das so eine große wird. So eine XXL. Entschuldigung. Das kam sehr plötzlich. Oh, hat der Paul Spaß. Gut, dass er sich alleine beschäftigt. Ja, komm, dann gießen wir mal. Erze sind anscheinend fertig, das war das Geräusch gerade. Gehen wir gleich die Hacke holen, geben Sam irgendwas, was er haben will. Ach, falsche Richtung. Und ja. Okay, alles gegossen. Das ist mittlerweile echt nervig mit dem Gießen. Die goldene Sonnenblume behalte ich tatsächlich. Ach, die Erze sind doch nicht fertig. Das wie immer behalten. Und die verkaufe ich. Die drei Sachen. Ich bräuchte jetzt. Ah, nee, das ist ein Topas. Hier ist die Seite. Er mag Tigerauge, habe ich nicht. Allgemeine Vorlieben. Was denn alles allgemein Geliebte? Gut, davon haben wir nichts.
Alle Blumen. Ja, dann geben wir ihm mal eine goldene Sonnenblume einfach. Probieren wir mal aus, ne? Haben wir gerade bekommen. Probieren wir aus. Ich brauche noch ein Eisenerz und eine Kohle. Ich hätte gerne den Goldbarren. Wie weit bin ich denn? Nein, nein. Heizraum. Hier, nur noch Goldbarren. Und hier nur noch Feuerquarz. Und dann haben wir das fertig hier. Ne, warte mal. Doch, haben wir fertig. Wir haben dann die Loren fertig. Cool. Wie lange braucht das denn? Goldbarren, hallo. Ich guck mal eben wegen Pilze. Ja. Die Würmer sind auch noch da. Dich behalte ich. Den Rest verkaufe ich. Kaufen. Dann brauche ich zwei Peperoni wieder. Das sehe ich gerade. Immer noch nicht fertig mit dem Gold. Ah, jetzt. Okay, los geht's. Los geht's. Da ist endlich wieder Musik. Hier oben ist die Lohe und damit kann ich dann überall hinfahren, wo die auch steht. Zum Beispiel hinten beim Schmied, oben bei der Mine. Und irgendwas, was mir gerade nicht einfällt an Ort, gerade noch. Heli? Hallo? Das ist geheim, aber meine Schwester liebt Amethyst, davon kriegt sie nie genug. Okay? Da ist er! Er liebt es. Und wir haben zwei Herzen. Sehr gut, Leute, sehr gut. Geil. So sollte es laufen. Ne, wir bringen dir keinen Riffbarsch. Wir haben 8000 Gold. Das ist gut. Ja, diesen Sommer werden wir noch gießen müssen. Damit müssen wir uns einfach abfinden. Hier ist zum Beispiel die Lohe. Ein Haarhahnsamen. Okay. Gehen wir mal hier rein. Und wir haben die Kupferhacke. Die Hacke hatte ich immer. Ich packe sie mal dahin. Laden. So, Golderz, wie gesagt, 400. Machen wir jetzt schon Sprinkler? Nee, machen wir nicht. Kümmern wir uns wirklich darum, dass wir die zum Herbst hin haben. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal eben zum Strand und Gemeindezentrum. Am Strand waren wir jetzt auch ein paar Tage wieder nicht. Auf Würmer achten, ne? Lea. Sie geht auch am Strand. Oh, zu schnell weggedrückt. Das war blöd. Ah, sehr gut. Gar kein Müll drin. Es gibt auch wieder ein bisschen Geld. Tja, ich kann sie nicht mehr ansprechen. Geschenke hat sie schon. Sie ist rundum zufrieden. Unsere Lea. Ich würde sagen, wenn ich es hinkriege, heiraten wir sie im Frühling, ne? Ach, und vor 2 Tagen hatte ich Geburtstag hier im Spiel. 15. Sommer. 15. August. Oh, da ist eine Edelwicke. Die nehmen wir mal eben noch mit.
Und ab morgen sind dann die Lohen wieder fertig. Vergiss nicht, dir die Hand vorzuhalten, wenn du niest. Und denk daran, dir danach die Hände zu waschen. Ja. Hallo, hast du auf deinem Hof alles, was du brauchst? Falls nicht, können wir dir vielleicht aushelfen. Wir haben eine Vielfalt an nützlichen Gegenständen. Ja. Das habt ihr. Ah, der Zug fährt gerade durch das Sterntautal. Bis ich da oben bin, ist er aber schon weg. Ich habe es erst ein oder zweimal geschafft, den Zug überhaupt zu sehen. Da war ich zufällig gerade da oben. In der Nähe. Bündel komplett. Da bin ich jetzt mal gespannt. 5 Omnigeoden. Nett, nett. Und Bündel komplett. Was kriegen wir hier? Ein Schmelzofen. Auch sehr praktisch, weil Gold braucht ja jetzt doch ziemlich lange. Ne? Ach, guckt euch das an. Ich kann die Maus auch nicht mehr bewegen. Geil, der Raum ist fertig. Er ist ganz. Und er spricht mit uns. Das gucken wir uns eben an, wie er darüber läuft, ne? Das gönnen wir uns. Komm, lauf schneller. Lauf noch ein bisschen schneller. Boah, Todeslange. Komm, komm, komm. Ach, das Spiel bleibt stehen, wenn ich Tasche aufmache, genau. Eine goldene Edelwicke. Hm. Kann sich sehen lassen. Ich stelle mich mit Absicht hier hin. Und. Da ist ein Stern. Ja, jetzt mache auch was mit dem Stern. Ist gerade verbuggt. Ja, er hüpft damit. Normalerweise läuft er hier hin und dann haben wir den Stern da. Moment mal eben raus. Wieder rein. Da ist er. Ein Stern. War verbuggt anscheinend. So, am Strand waren wir. Da müssten wir jetzt noch in die geheimen Wälder, ne? Dann haben wir heute wieder eine gute Runde gezogen. Wieder Hartholz sammeln. Mani, na du? Wir haben hier keine Schuhe. Die sagt auch immer dasselbe. Hi. Hi. So. Was macht er denn hier? Oh, der hat nur blöde Sprüche. Der wird uns Lea nicht wegschnappen. Der Typ, der mit ihr getanzt hat. Haben wir hier mal irgendwas am Pflanzen? Nee. Nicht wirklich, auch keine Würmer. Schade, schade. Da ist eine Edelwicke. So. Hüte gibt es bestimmt noch keine neuen. Da brauche ich nicht so oft nachzugucken. Er ist echt hier gerade nicht wirklich. Da ist eine Edelwicke, die hätte ich fast übersehen. Naja, in die geheimen Wälder. Ein bisschen Gras.
Gerade ein Frosch vor uns weggelaufen. Schade, dass man nur Hartholz hierher bekommt. Man kann zwar einen Skill einsetzen, dass man bei normalen Holz ab und zu Hartholz bekommt, glaube ich. Aber da lohnt sich das andere, was man da bekommen kann, viel mehr. So. Hier ist nichts zum Aufheben. Steckt sich hinter dem Bus so ein Schleimi. Ah, sieht man nicht mehr. Noch hier ganz kurz wackeln. Und dann haben wir wieder 10, ne? Da, ne, 12 sogar. Okay, es sind nicht 10, sondern 12. Ab nach Hause noch ein paar Bäume fällen oder so. Bald sind wir auch mit dem Sommer fertig. Wir haben schon den 17. Das geht jetzt ratzfatz. So, wir haben noch 108 Energie. Machen wir mal hier den Stein weg. Und die Bäume. Wenn wir 100 Hartholz haben, werden wir auch mal den Pferdestall bauen, ne? Dass wir ein Pferd zum Rumreiten haben. Ah, schon ziemlich spät. So, ein, zwei Bäume kriege ich noch hin. Steinchen machen und Taschen leer machen. Glühwürmchen sind hier überall. Und hier oben war doch noch Würmer, genau. Da haben wir so 2 Lehm. Ein Eisenbarren da rein. Erstmal Holzsachen weg. Tack, tack. Sachen. Das war schon, ne? Ne, das noch. Dann 15 Erz. 3 Kohle. Oh, wir haben richtig viel Kohle. Cool. Sonst ist immer Kohle richtig bei mir Mangelware. Haben wir schon. Der Rest kann verkauft werden. Bis auf den Schleimi. Ups, falsch. Schleimi, da. 86, okay. Heute haben wir auch wieder wenig Geld gemacht, aber uns um den Geburtstag etc. gekümmert. Und ab ins Bett. Da! Cool. Die Folge wird Sam heißen, weil er Geburtstag hat, auch wenn wir vieles andere haben. Level Up. Axt-Effektivität beim Sammeln, Stufe 7 schon. Wilde Saat für den Winter haben wir schon. Wir haben den ganzen Herbst schon vorbei. Teleport-Totem Berge, dann kommen wir oben beim Linus raus. Okay. Wie viel Geld? Oh. Gut, das Gelee, das habe ich vergessen. Boah, das summiert sich ganz schön, ne?
Halleluja. Und die Fische. Ey, schon wieder fast 2000 Gold. Was geht ab, Leute? Dann würde ich mal sagen, ich bin das Ding. Falls euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, eventuell sogar ein Abo. Und macht's gut. Tschüss.